Ukoknoss. Das war schon ein Gag in der ersten Dragon Ball Serie, ganz am Anfang. Also beim ersten großen Turnier, das man in der Serie gesehen hat, als der Stadionsprecher bei der Auslosung der Kampfbegegnungen die Namen vorgelesen hat und Son Goku rufen sollte, aber stattdessen Ukoknoss gerufen hat. Die reden einfach nur rückwärts. Ja, also die Namekianer sprechen unsere Sprache rückwärts. Im Englischen sprechen sie wahrscheinlich Englisch rückwärts oder so. Weiß ich nicht. Aber im Deutschen sprechen sie tatsächlich Deutsch rückwärts. Das merkt man auch wirklich, wenn man genau darauf achtet, was Dende so sagt. Dann fällt einem das schon auf, dass besonders bei Namen, dass wirklich der Name einfach nur rückwärts ist. Egal, ob das jetzt Piccolo ist, also Olokip oder Son Goku, Okuknos oder sonst irgendwas. Das kann einem auffallen. Jedenfalls ist mir durch Okuknos aufgefallen. Und ich war ja dann durchaus neugierig und habe mir einfach mal irgendwann eine Tonspur aufgenommen von einem Wunsch, den Dende dann eben geäußert hat, auf Namekianisch, und habe die in meinem Creative Wave Studio einfach mal umgekehrt, also dass die Tonspur rückwärts abläuft. Und dann klingt das fast ganz normal wie ein deutscher Satz vorwärts. Natürlich nicht 100%, weil die wirklich versucht haben, rückwärts zu sprechen bei der Synchronisation der Serie. Und das kann man nicht. Also man kann nicht wirklich rückwärts sprechen. Aber es ist verdammt nah dran. Also das Problem ist einfach, wenn ihr rückwärts sprecht, dann solltet ihr nicht einfach ein Wort euch rückwärts aufschreiben und das vorlesen, sondern ihr müsst berücksichtigen, wie ein Wort sich eigentlich rückwärts anhören müsste, wenn man es umkehrt. Und das kann keiner. Also das geht nicht, das kriegt man nicht hin. Ein Beispiel... Jubel, genau, das Wort Jubel, das ist ein gutes Beispiel, weil das eins ist von denen, die ich kenne rückwärts. Das Wort Jubel ist eigentlich, wenn ihr es rückwärts aussprechen wolltet, nicht Lebutsch oder so, sondern Lebel. Also Jabbel oder so. Es hört sich ganz komisch an, es sind nicht, eben einfach nicht die Buchstaben rückwärts, sondern es ist wirklich das der Ton umgekehrt. Ja, ist schwierig. Ich weiß nicht, wie ich es erklären sollte. Freu ist Earth. Obwohl es eigentlich U-Earth heißen müsste oder Earth, aber es ist Earth. Genau, Freu ist Earth. Rückwärts. Es ist... Ja, probiert's aus. Genau, schnappt euch eine Tonbearbeitungssoftware und ein Mikrofon und sprecht einfach mal ein paar Worte rückwärts rein, so wie ihr denkt, dass sie heißen müssten, und kehrt's dann um. Dann werdet ihr merken, dass die Worte nicht übereinstimmen. Also... Das, was ihr rückwärts reingesprochen habt, hört sich vorwärts immer noch falsch an. Und wenn ihr dann eben ein Wort vorwärts reinredet, richtig rum, und das umkehrt, dann werdet ihr merken, warum sich das falsch anhört, wenn man es einfach nur umkehrt, weil es sich eben umgekehrt ganz anders anhören müsste. Gott, es ist echt scheiße, schwer zu erklären. Ich probiere es irgendwann mal aus. Ich mache euch ein Video, wo ich rückwärts rede mit euch, genau. Ich mache ein ganzes Rückwärts-Let's Play. Eher nicht. Ja. Fände ich aber eine nette Sache zu wissen, und es ist ja auch schön, das mal zu erwähnen, so jetzt hier im Let's Play, ne? Es geht ja immerhin um Dragon Ball. Also die Namekianer reden tatsächlich rückwärts. Namekianisch ist einfach nur Deutsch rückwärts. Habt ihr jetzt auch alle wieder was gelernt. Und wenn ihr mir nicht glaubt, dann guckt euch die Folgen entsprechend an und achtet einfach drauf, dann wisst ihr es auf jeden Fall hinterher. So, jetzt wäre es aber ganz cool... Oh, Son Gohan hat ein Level Up, wow. Jetzt wäre es ganz cool, wenn ich die mal irgendwann besiegen würde hier. Wo ist denn das Problem? Ich verstehe das gerade nicht. Weißt du was? Krillin, du gehst jetzt mal auf den Idioten hier und Tenshinhan, du gehst auf den anderen Idioten hier. Vielleicht schaffe ich es, welche von den kleinen Idioten auszuschalten, und dann dauern die Runden wenigstens nicht mehr ganz so lange. Ja. Ja, und wie ich vorher gesagt habe, man kriegt doch noch ein bisschen Gelegenheit zu leveln, auch wenn man es nicht wollte, ne? Und ich versuche eigentlich jetzt schon seit einer geschlagenen halben Stunde oder so nur in diesen blöden Shop reinzukommen, der direkt unter mir ist, und ich schaff's nicht, weil ich andauernd von Kämpfen unterbrochen werde. Oder habe ich mittlerweile schon wieder vergessen, dass ich in den Shop rein wollte und bin weitergeflogen. Ich weiß es nicht. Ich habe mich jetzt gerade so schön abgelenkt mit meinem Gespräch. Naja, ist ja egal. Tralalala. Leute. Bringt den Kampf doch mal zu Ende. Das sieht gut aus. Na endlich. Rikum starb im Kampf. Wow, der heißt sogar Rikum. Das ist ja Wahnsinn.
Sonst haben die immer irgendwelche komischen Namen, wenn sie irgendwie diese seltsame Gesichtskrankheit haben, sag ich mal. Diese Hautkrankheit wohl eher. Ja, also schwere körperliche Verfärbung und so, ne? Aber nee. Der hier heißt jetzt Lou, okay. Und der sollte eigentlich anders heißen. Ja, aber Rikum heißt echt Rikum, das gibt's ja gar nicht. Ja, egal, wir werden später noch mehr von denen sehen. Also, ist klar, ne? Wenn jetzt zwei Leute von der Ginyu Force wieder auferstanden sind, um hier in Mengen rumzurennen als Standardgegner, dann werden die anderen früher oder später natürlich auch noch auftauchen. Da kommen wir leider nicht drum rum. Oh! Irgendwie hat mein Plan geklappt. Unbewusst. Okay, weißt du was, Son Gohan, du machst das jetzt alleine. Ich habe keine Lust, jetzt die guten Attacken zu verschwenden, nur weil da noch zwei von diesen Hutzeln übrig sind. Genau, danke. Da ist einer schon mal hin. Und der andere, der provoziert jetzt eine Re-Attack und wird dann auch noch tot geprügelt. Und wenn ich mir das angucke, dass er gerade eine Gruppenattacke hatte... Oh, habe ich nicht vorher gesagt? Wunderbar, Re-Attack. Ja, und wenn ich gerade sehe, dass der Kerl eigentlich eine Gruppenattacke gehabt hätte, mit der er jeden hätte angreifen dürfen, ist es vielleicht auch ganz gut, dass ich keinen mehr in den Kampf geschickt habe. Und jetzt kann ich doch nichts anderes machen, als die guten Attacken zu verschwenden. Ich fasse es nicht. Son Gohan... Pulverisier den Zwerg. Warum lebt der überhaupt noch? Ich weiß, es ist ziemlich unnötig, da jetzt ein Masenko einzusetzen, aber ich mach's trotzdem, weil ich's kann. Ja, die größte Verschwendung aller Zeiten. Für das bisschen setze ich ein Masenko ein. Mit einer 7er Attacke oder so. Nee, was habe ich denn da überhaupt eingesetzt? Also, hallo? Zeig mal an, du. Anzeigen. Ach, ja, eine 5er. Okay, trotzdem viel zu stark für den Zwerg. Hätte ich gewusst, dass es so läuft, dann hätte ich das am Anfang gegen Rikum einsetzen können oder so, aber da hatte ich die Attacke ja noch gar nicht. Hey, das hat über 1000 DP gegeben. Darf ich jetzt endlich mal in dem scheiß Laden landen? Dankeschön. Oh mein Gott, ich hab's reingeschafft. Ja, Leute, ich guck mal kurz, was hat denn der so? Der hat eigentlich nur Scheiße. Das ist ja echt doof. Was hab ich hier noch? Ein Polunga und ein Haufen Chichis. Also nicht schlimm, dass ich Chichis hergegeben habe. Ich habe echt verdammt viele Chichis, merke ich gerade so. Ich sollte vielleicht noch ein paar Karins kaufen. Hast du sowas? Hast du Karins? Nee, hast du nicht. Ja, mein Gott, dann kann ich es auch nicht ändern. Soll mir jetzt auch egal sein, weil ich mache jetzt Feierabend. Und das klingt doch mal nach einem Plan. Feierabend ist eine gute Idee. Oh, aber erstmal landen wir hier noch und gucken in den Shop noch rein. Ja, ich meine, das war jetzt schon wieder ein gutes Stück Dragon Ball. Wir sind auch gut weitergekommen. Und es ist auch, glaube ich, gar nicht mehr so übermäßig lang. Oh, der hat... Die hat Enmas und die hat Chichis und die hat Lunchs und überhaupt und... Eieieiei. Aber nicht das, was ich brauche. Ihr seid doch alle scheiße. Und ich weiß auch gar nicht, wo ich jetzt im Moment gerade hin muss. Also, in der Theorie müsste irgendwann von selbst irgendwas passieren, glaube ich, mich zu erinnern. Aber... So richtig sicher bin ich mir da jetzt auch nicht. Oh, und die haben Angst und so und überhaupt sofort und da und da ist ein Heilungsladen und hier ist auch was zum Heilen und es ist alles zum Heulen und überhaupt sowieso. Kommt, rennt auch weg. Ich habe keine Lust auf euch, genau. Irgendwo müsste es noch einen Laden geben, wo es gescheite Items zu kaufen gibt. Oh, guckt euch das mal an. Eine neue Truppe. Ein Barter oder ein Barter-Klon oder was auch immer er sein will. Und drei von den komischen Zarbons, ne? Von den verwandelten Zarbons, glaube ich sogar. Krillin, das ist die Gelegenheit für dich, mal nochmal einen Kakuzan-Ha rauszuhauen. Findest du nicht auch? Und Tension an, du kommst einfach raus, Prinzip mal mit. Oh, der heißt jetzt Regor. Barter heißt jetzt Regor. Und Zarbon heißt Jiblai. Komischer Name, ne? Jiblai. Ich muss mir jetzt mal was zu trinken ausschenken. Ich habe nämlich immer noch einen verdammt trockenen Mund seit einer Stunde oder so. Das ist ein guter Start in den Tag, Krillin. Mach weiter so. 61 Schaden ist auch nicht so schlecht. Für einen relativ starken Gegner, ne? Also, ich meine, hallo, das ist ein Ginyu-Ersatzmann oder so. Okay. Gut, gut. Prost, Leute, ne? Ui. Das war jetzt mal nötig. Boah. Was so eine Apfelsaftschorle alles bringt und so. Schon Wahnsinn. Och ja, jetzt renn doch weg, du feige Socke. Ich glaube, Vegeta macht das nur, wenn er sich sicher ist, dass er den Gegner auch killen kann mit einem Angriff.
Das war bestimmt einer, der schon gedamaged war. Die waren alle schon gedamaged, die haben alle einen Kakusana abgekriegt. Genau. Und wenn Vegeta sich nicht sicher ist, dass ein Gegner mit einem Treffer killen kann, dann fliegt er auch nicht hinterher oder so. Übrigens gefällt mir sehr gut, wie das gerade hier abläuft. Jeder Schuss ein Treffer, jeder Schlag ein Toter oder so. Naja, fast. Und da fehlt nicht mehr viel, ne? Tenshinhan darf auch noch was machen und ich glaube, ich hatte Tenshinhan auf so einen kleinen geschickt. Das heißt, er wird dann noch einen mit ins Grab nehmen und dann ist es gut hier. Finde ich super. Ja, top. Och ja. Ja, genau. Ja, gut, okay. Ist in Ordnung, Vegeta. Mach's toll. Vielleicht liegt das wirklich daran, dass die erst gedamaged sein müssen oder so. Ja. Ist ja auch okay. Gut, der ist auch hin. Er hat zwar den Sturz... Oh, wir kriegen die Karens jetzt schon geschenkt. Das ist okay, dann brauche ich sie nicht zu kaufen. Ja, ja, tot. Entschuldigung. Mir fällt gerade wirklich das Hirn aus. Und die haben Schiss und hauen ab. Warum tauchen die dauernd auf, wenn sie sowieso dauernd wieder abhauen? Sag jetzt nicht, ich komme da nicht durch. Und wo zum Geier bin ich hier? Ich weiß, Namek ist groß, aber das hier ist verwirrend. Wo bin ich? Und was ist hier für eine blöde Insel? Ich glaube, auf der Insel, da findet das Finale statt oder so. Spoilerwarnung. Vor allem, weil die Location ja auch so wichtig ist, weil man so viel davon sieht später und so. Ne? Alles klar. Oh, das Bulmas Haus, okay. Vielleicht sollte ich zu Bulma gehen und mal Hallo sagen. Hallo Bulma, wir haben uns alles gewünscht, wir könnten abhauen. Wie sieht's aus? Hauen wir ab? Nee, reden mal mit ihr. Hallo Jungs, seid ihr in Ordnung? Ich koche euch ein Essen und so. Das würde Bulma niemals sagen. Wir sehen uns bald, macht's gut. Bulma würde doch niemals für irgendwen irgendwas arbeiten. Hey Leute, wie geht's euch? Ich koche euch was. Das glaubt ihr doch selbst nicht. Also bitte. Ja, egal. Noch mehr Idioten. Yay. Irgendwie wollte ich vorhin schon Feierabend machen. Ich sollte mich schämen. Und überhaupt sowieso. Andererseits, was soll's? Hab ich noch ein bisschen mehr Videomaterial. Yay. Und wir sind dann auch dem Ende näher. Ich frag mich, warum ganz im Moment noch hängt. Wir haben uns was gewünscht. Ja, das hat geklappt. Und Freezer ist auf dem Weg zu uns. Das ist schön. Und wann taucht der auf? Man weiß es nicht. Das ist jetzt echt die Frage. Also, im Prinzip können wir im Moment nichts machen. Ne? Wir können hier keine Dragon Balls mehr suchen, weil es keine mehr gibt. Gut. Wir haben auch kein konkretes Ziel gesagt, gekriegt, geh mal da und da hin, kümmere dich um das und das. Weil es gibt im Moment kein konkretes Ziel. Wir müssten darauf warten, dass Son Goku wieder gesund wird und müssten dann Bulma einsammeln und zusammen irgendwie von dem Planeten hier abhauen. Oder so. Ja, aber Son Goku ist immer noch in seiner komischen Waschmaschine da drin und wird mal grundgereinigt und ja, keine Ahnung. Wie geht es weiter? Man weiß es nicht. Das ist somit eine der schlechtesten Sachen an dem Spiel jetzt eigentlich. Jetzt gerade hier gegen Ende. Ja, da kommt man eben gelegentlich in die Verlegenheit, dass man nicht weiß, was man machen muss. Ich habe das ja schon mal mit der Höhle erklärt, ne, dass es da schwer ist zu erahnen, was man machen muss. Zumal dann die Übersetzung so ein bisschen doof ist und alles und so, ja. Also mit der Höhle, mit den Schaltern, ihr erinnert euch. Aber jetzt ist es noch viel schlimmer, weil jetzt haben wir wirklich gar kein konkretes Ziel mehr und keiner sagt uns, was wir machen sollen. Das heißt, wir können einfach nur noch hier rumfliegen und warten, dass irgendwas passiert. Aber wer rechnet denn mit sowas? Wenn man so ein Spiel spielt, denkt man doch nicht, ja gut, es passiert im Moment gerade nichts, dann fliege ich doch einfach mal ein bisschen wie ein Irrer hier rum und dann wird schon irgendwann was passieren. Also, sowas denkt sich doch keiner, oder? Ja Leute, kommt, ringfrei zur letzten Runde. Ich gebe nochmal einen aus und dann machen wir aber Feierabend hier. Also, einmal Kakusan-H für alle, aber vorher darf Son Gohan nochmal ein bisschen auf die Plauze geben oder so. Kampfkraft von 82.000. Irgendwann wird der Junge auch mal stark sein. Irgendwann. Ich meine, gut, er ist jetzt technisch gesehen, glaube ich, schon stärker als sein Vater vorhin, ne? Also, bevor ich die 11-fache Kaioken gemacht habe. Gott, ich würde gerne wissen, was das mit einem Z-Angriff gegeben hätte, ne? Also wenn ich mit einem normalen 7-Sterne-Ki-Angriff schon eine 11-fache Kaioken hinkriege, hätte ich dann mit einem Z-Angriff mindestens eine 12 oder 13 oder 14 oder was weiß ich was wie Fache hinkriegt. Das wäre schon geil gewesen. Ich meine, wir hatten so schon eine Kampfkraft von 530.000. Und da wäre noch mehr drin gewesen.
Ja, da ist schon ein bisschen was machbar. Son Goku ist schon gefährlich. Wobei, wenn die anderen die Kaioken könnten, wären sie auch gefährlich, ne? Also, ich meine, guckt euch Vegeta an, der hat mittlerweile bald wahrscheinlich eine Kampfkraft von 150.000 oder so inzwischen. Wenn der die Kaioken könnte, dann wäre er noch viel gefährlicher als Son Goku. Und so, ja. Der könnte bestimmt eine 30-wache Kaioken machen, problemlos, und würden dann alles zerreißen. Sogar Freezer. Okay, ist es bald vorbei hier? Hey, das hat echt gut geklappt, die Runde. Ich sollte öfters nicht hingucken, was ich mache. Ja, ich habe mir gerade im Auge rumgerieben und gedacht, ja, komm hier, bevor du noch einkläfst, schreibst dir mal ein bisschen die Augen oder so. Nee, aber war gerade nötig, hat gejuckt und so, ne? Und ich habe nicht drauf geachtet, was hier passiert, aber offensichtlich war es gut, weil wenn 4 von 5 Gegnern weg sind, dann war irgendwas richtig. Oh, da gibt es schon wieder ein paar Level-Ups. Wunderbar. So, Leute, jetzt ist aber Feierabend. Ich versuche es noch irgendwie in den Shop da reinzuschaffen. Ja. Okay. Wisst ihr was? Wie jetzt? Geht doch. Ich versuche es jetzt noch in den Shop reinzuschaffen. Glaubt ihr das? Die wollen mich verarschen. Ich mache das jetzt nicht mehr. Ich kämpfe nicht mehr gegen euch. Ich will nur in diesen verdammten Shop. So. Das ist nicht ein guter Platz, um irgendwie eine Pause zu machen. Ich guck mal, ob ich noch irgendwas gebrauchen kann, was ich mir dann kaufe fürs nächste Mal oder so. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich denke, in dem Shop hier waren wir als erstes, da werden wir wahrscheinlich nichts finden, aber ist ja auch scheißegal. Also, das war Dragon Ball Z Shusaya Densetsu für heute. Ich war euer Nixan und ich sag euch, ciao Leute, macht's gut und bis zum nächsten Mal.